Willkommen zum Fußballmanager 10 Special. Und zwar werde ich euch jetzt ein paar Spieler zeigen, die ich in meiner Zeit bei Fußballmanager kennengelernt habe und die mir als Spieler bzw. von Stärkepunkten sehr gut gefallen. Ich werde hier keine Musik abspielen, weil ich das so nicht passend dazu finde. Und ich werde auch zu jedem Spieler oder zu jedem Abschnitt die Saison dazu nennen oder schreiben. Nicht, dass es dann heißt, hey, wie dein Spieler war 2010 schon so stark. So, gut, fange ich an. Hier haben wir Kyriakos Papadopoulos. Ist 22 Jahre alt. Hat eine Stärke von 79 als Grundstärke. Dann halt, ja, Verteidigung ist halt gut, Technik 85, Manndeckung 85. Ja, Sprungkraft gut. Also ist Innenverteidiger auf jeden Fall ein sehr guter Spieler. Publikumsliebung, Trainingsfähigkeit, Einstellung. Ja, hatten wir hier für 6 Millionen geholt gehabt bei Hamburg. Dann habe ich hier noch Konstantin Rausch. 24 ist er jetzt schon hier. Linker Verteidiger, Grundstärke 82. Hat schon für die Nationalmannschaft gespielt. Habe ich auch schon versucht beim Let's Play zu verpflichten. Also ich finde, es ist ein sehr guter Spieler. 21,5 Millionen wert. Hat schon bei mir 95 Spiele gemacht bei Hamburg. Also ich spiele auch als alleine mit Hamburg. Ja, hat eine feste Ablöse von 60. Ja, gut, das ist nicht so wichtig für euch. Ja, der ist halt gut. Der ist halt wirklich gut. Als linker Verteidiger, 24 Jahre. Gut, geht weiter. Dann habe ich hier noch Romelu Lukaku. 21 Jahre. Grundstärke von 78. Auch Nationalspieler jetzt von Belgien. Wie ihr sehen könnt, auch ein sehr guter Spieler. 1,92 groß. Torriecher 86. Hat bei mir auch noch nicht so eingeschlagen, fand ich. Wie ihr das sehen könnt, 40 Spiele, 6 Tore. Boah, ist nicht so berauschend. Aber trotzdem halt mit 21 Jahren immer noch ein sehr großes Talent. Dann habe ich hier noch einen auch sehr geschätzten Spieler von mir, und zwar Tolgay Ali Arslan. Hat auch eine Grundstärke von 80. Auch schon Nationalspieler von Türkei. Wie ihr sehen könnt, hier auch schon sehr, oder kann eigentlich so gut wie alles, sagen wir mal so, auf einer gewissen Grundstärke heraus halt. Konstanz ist noch relativ schlecht, nicht gerade gut, aber auch nicht gerade schlecht. Ich spiele bei mir jetzt hier gerade als Stürmer. Wie ihr sehen könnt, 11 Spiele, 9 Tore. Ja, finde ich sehr stark. Letzte Saison ist offensichtlich Mittelfeld gespielt. Ja, das ist ein nicht zu unterschätzender Spieler. Dann habe ich hier noch Ömer Toprak. Den habe ich auch gerade verpflichtet bei mir. Fand ich auch sehr stark. 79, 25, also Grundstärke 79. Kann auch eigentlich sehr gut verteidigen, Konstanz auch gut. Ja, der habe ich mir gerade verpflichtet. Und zwar eigentlich aus dem Grund, weil er halt aus Deutschland kommt, also halt Deutscher ist. Hat zwar halt auch einen türkischen Pass, hat halt auch schon fünfmal für die Nationalmannschaft gespielt, habe ich aus Amsterdam verpflichtet. Wie ihr seht, hat er noch nicht gespielt bei mir, aber ich fand ihn sehr interessant. Ja, ist halt gerade bei mir gesperrt. Okay, gut, weiter. Dann habe ich mir hier noch Lars Stindl geholt, den ich auch sehr interessant fand. Hat bei mir zwar noch nicht so extrem eingeschlagen, wie ich es mir so vorgestellt hatte, aber trotzdem immer noch sehr interessant bleibt, weil er halt auch noch sehr, relativ jung ist. Ist zwar kein Talent mehr in meinen Augen, aber halt immer noch sehr stark. Hat eine Grundstärke von 79 als offensives Mittelfeld. Kann auch einiges. Fernschüsse lerne gerade bei mir. Ja. Muss für mich in offensives Mittelfeld können. Haben ihn verpflichtet für 9,5 Millionen aus Karlsruhe. Und ja, alles, ach so, er ist Nationalspieler geworden vor
Also hat gerade so, also hat gerade für die Nationalmannschaft gespielt. Dann habe ich hier noch jemanden sehr Interessantes. Spielt zwar jetzt gerade bei mir in der zweiten Mannschaft, weil ich ihn oben nicht so richtig brauchen konnte. Weil er es nie so richtig mal gebacken hat, für mich mal richtig gut zu spielen. Außer das eine Jahr, aber danach ist er wieder eingebrochen, weil er auch, glaube ich, mal ziemlich lange verletzt war. Nee, gut nicht, aber war halt nicht so sehr atemberaubender Spieler gewesen. Und zwar zeige ich euch den aus diesem Grund, der ist wirklich gut. Zwar nicht jetzt unbedingt bei mir, aber der ist gut. Hat eine Grundstärke von 77, das ist, glaube ich, auch, wenn ich mich recht erinnere, stand er auch mal so in den Nachrichten oder in den News, das war ein Spieler gewesen, der ist in Argentinien mit dem Auto, hat einen schweren Unfall gehabt und hatte, glaube ich, noch drei andere Leute mit drin. Und die anderen drei sind gestorben und er hat überlebt. Aber jedenfalls ist der gut. Der ist wirklich gut. Den werde ich bestimmt auch noch mal, irgendwann nochmal hochholen. Der stand zwar schon mal vom Verkauf, aber der ist wirklich gut. Also bei mir hat sich dann immer Real oder Barcelona zuerst geholt gehabt. Aber dieses Mal hatte ich es wirklich geschafft, ihn eher zu verpflichten und der ist gut. Gut, ob der jetzt genauso schlecht wird wie bei mir, wenn ihr den holt, ja, ist schwer gesagt. Gut, und jo, weiter. Jetzt zeige ich euch nochmal ein paar Spieler, die auf meiner Beobachtungsliste stehen. Mensch, was ist denn heute schon wieder los? Und zwar habe ich hier Yannis Taffer. Hoffentlich habe ich das richtig ausgesprochen, wenn nicht, egal, gut. Und zwar ein 23er Franzose. Grundstärke Stürmer als hat 77 Torriecher raus, alles okay. Und zwar steht er halt auch mit auf meiner Beobachtungsliste, weil der wirklich viele Tore immer geschossen hat. Am Anfang war er halt jung, 71 Grundstärke, bin ich 71. Halt hier, ab hier hat angefangen. Ist auch gut, mit denen ich mir auch mal überlegen könnte, ihn zu verpflichten. Gut, war da. Ja, dann habe ich hier noch einen zweiten guten Stürmer, an den ich auch schon mal dran war, aber mein Freund, mit dem ich das damals spiele, diesen Speicherstand, ihn vor mir verpflichtet hat, weil ich, ja, ich wollte ihn zwar haben, aber mein Kumpel war halt schneller, sage ich jetzt mal so. Hat ein Club Ablöse freigeholt? Ja, nee, 9 Millionen. Und zwar aus diesem Grund ist er mit auf meiner Liste, dieser Junge schießt wirklich viele Tore. Oder einige Tore, sagen wir es mal so. Wie man es halt hier sehen kann. Da hat er jetzt hier schon für meinen Freund in 10 Spielen 9 Tore, eine Vorlage und in 3 DFB-Pokalspielen, ja, 7 Tore geschossen. Ist wirklich ein interessanter Spieler. Gut, weiter.